Ja, mittlerweile ist eine Stunde vergangen und ich werde mich jetzt gleich mit einem aus meiner Organisation treffen, denn ich habe Hunger. Nein, wir müssen halt auch noch einige Sachen erledigen, so allgemeine Dinge, die ich halt noch klären muss, sind ja noch viele Fragen offen und so. Und dann habe ich halt, wie gesagt, auch Hunger und wollte was essen und deswegen, ja, habe ich jetzt einfach auch gar nicht geschlafen. Ich war einfach gerade duscht und ja, vielleicht schlafe ich dann heute Nacht besser und habe dann keinen. Weil wenn ich jetzt schlafen würde, das ist halt diese Logik, dann bin ich doch heute Abend auch wieder müde. Und deswegen gehe ich jetzt einfach nicht schlafen. Und gut ist. Dann geht es mir heute Abend besser. Auch wenn es mir jetzt nicht gut geht mit Kopfschmerzen oder so. Das wird schon. Die Aufregung macht das schon weg oder so. Yay! Und deswegen sehen wir uns jetzt wieder. Yay. Hello, ich bin back in meinem Zimmer und es war einfach so anstrengend. Und ich bin halt schon fast eingeschlafen, weil ich halt diese Stunden Schlaf nicht hatte, die mich halt irgendwie voll runtergezogen, die ich halt auch, ich habe auch im Flugzeug nicht viel gepennt und dann habe ich halt da auch nicht eben halt pennen können, weil wir dann halt gleich angefangen haben, aber schon der Frühstückszeit. Wir haben das Programm halt voll durchgezogen. Die mussten mir auch irgendwas beibringen heute. War ja nicht umsonst ein Seminar. Und wir waren gefühlt eigentlich die ganze Zeit essen. Also, das war echt mega krass, weil ich irgendwie immer nur gegessen habe. Ich habe so viel schon gegessen. Wow. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich nur noch mal duschen und dann schlafen gehen, weil es jetzt, glaube ich, auch schon 17 Uhr in Thailand, ne? Ja. Aber wenn man davon ausgeht, dass ich die ganze Zeit nicht geschlafen habe. 18 Uhr ist es. Wenn man jetzt, ne, die ganze Zeit nicht geschlafen, dann kann man auch ruhig mal, wenn ich morgen schon um 7, ich muss morgen um 7 meine Koffer schon irgendwie wieder hier runterstellen. Also, ich sehe, wie richtig gut ist. Nein, also, ich sollte vielleicht um 7 aus dem Zimmer sein, dass ich vielleicht nur frühstücken kann. Oder wenigstens kurz nach 7. Du bist früh aufstehen, also gehe ich jetzt einfach nur duschen und dann gehe ich ins Bett. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Guten Morgen. Ich habe, glaube ich, ganz gut geschlafen und auch, ich stehe gerade vor unter der Klimaanlage, das ist vielleicht nicht so gut. Nein, und voll gut geschlafen, weil ich halt ausgeschlafen habe. Und ich muss das mal gucken, wie es aussieht draußen. Ich habe nämlich gar nicht rausgeguckt. Mal guck. Ja, ich bin, glaube ich, immer noch müde, aber. Übrigens ist genau unter meinem Hotelzimmer eine Station hier, so eine Station, wo die Boote vorbeifahren und dich abholen lässt. Und ich bin irgendwie immer noch ein bisschen krank, wie man wahrscheinlich hört. Aber egal. Ja, ich habe übrigens ein T-Shirt bekommen von meiner Organisation, die ich hier habe, und das ziehe ich heute an, weil ich stehe übrigens hier drauf, okay, ich gehe lieber runter. Ich gehe jetzt nämlich zum Tempel. Wir fahren zu einem Tempel. Den Namen kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Der ist irgendwo in der Liste eingepackt. Moment. Ja, das ist natürlich sehr gut organisiert. Kreta, habe ich schon eingepackt. Wir gehen zum Tempel. Okay, ich muss kurz nochmal auspacken. Ich habe so eine coole Mappe bekommen, weil ich habe gestern teilgelernt und in der Stunde und da habe ich mir das eingepackt. Wir gehen zum Grand Palace. Ja, und jetzt gehe ich erstmal frühstücken und dann gehe ich zum Grand Palace. Dann gibt es Mittag und dann werde ich von meiner Gastfamilie abgeholt und ich bin sehr aufgeregt. Ja, deswegen habe ich jetzt auch meinen Koffer schon gepackt. Ich habe übrigens schon eine SIM-Karte auch. Alles schon gekauft.
Aber irgendwie. Oh, ich bin immer noch müde. Irgendwie habe ich dann meine alte SIM-Karte gedacht, ach, stecke ich in mein neues Handy, mein altes Handy, was ich noch mit habe als Ersatz-Handy. Aber ich, Depp, habe es reingesteckt und danach ist mir aufgefallen, beziehungsweise mir ist währenddessen schon aufgefallen, dass das für größere SIM-Karten ist. Ich kann es euch zeigen. Okay, ich weiß, das ist sehr toll. So aus, und ich habe halt einfach meine SIM-Karte da reingesteckt. Aber das ist ja kleiner gewesen. Warum mache ich das? Und dachte, vielleicht klappt's ja. Ja. Und jetzt ist sie halt einfach da drin stecken geblieben. Mal gucken, ob ich die wieder rauskriege in einem Jahr. Naja, gut. Dann sehen wir uns beim Ausflug. Heute im Grand Palace, wie gesagt, das hat man ja wahrscheinlich gerade gesehen. Und wir fahren jetzt gleich zum Mittagessen. Es ist zwar erst. Which time is it? Ich habe so einen Hunger, weil immer noch mein Essrhythmus so ein bisschen daneben ist. Ja, ich weiß zwar noch nicht genau, wann wir losfahren, weil irgendwie ist kein Fahrer da. Aber ich denke mal, das wird bald sein. Irgendwie war die ganze Tour so ein bisschen so. Wir sind dann eben noch zu so einer Jellery. So. What is it, Gens? Galloway. So, Galloway. Wir sind noch zu einer Galerie gefahren, wo es irgendwie Schmuck zu kaufen gab und ich überhaupt nicht wusste, dass wir das machen. Aber es war auch eine schöne Erfahrung. Und ich glaube, wir fahren jetzt los. Irgendwer steht vor unserer Tür. Ist interessant. Naja, ich weiß auch noch nicht genau, wo ich hingefahren werde, aber wir werden es sehen. Jo. Also, ich bin gerade hier beim so einer Shopping Mall, weil mein Gastbruder, der ist gerade, ich gucke gerade, ob hier was in, hat gerade ein Meeting und deswegen bin ich hier, der hat mich jetzt hier hingebracht, weil also ich wurde gerade von meinem Gastbruder abgeholt, genau so war es und ich glaube irgendwie gerade im Kreis, der hat mich jetzt zur Shopping Mall gebracht, weil der hat jetzt hier ein Meeting und ich gehe halt irgendwie gerade hier ein bisschen lang und die Geschäfte sind einfach alle mega klein. Ich kann es euch ja mal zeigen. Guten Abend, würde ich sagen. Ich bin jetzt endlich in meiner Gastfamilie angekommen. Ich war ja dann vorhin noch shoppen gewesen und wir sind lange gefahren, weil der Verkehr halt Abendverkehr war. Aber ich bin angekommen und in der Zeit, es war halt echt viel zu tun, deswegen konnte ich leider nicht filmen, weil ich auch noch mal essen war. Ich war zweimal heute zum Abendessen weg, weil ich dann noch meinen Gastcousin und Gasttante und Gastonkel kennengelernt habe und die mich gefragt haben, ob ich Hunger habe und dann bin ich nochmal mit denen essen gegangen. Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall sehr satt. Und ja, im Hintergrund läuft übrigens Thai TV
Und das ist mein Zimmer übrigens. Ich kann es mal ganz schnell zeigen, aber eigentlich kann ich es nochmal richtig zeigen, wenn ich es ordentlich eingerichtet habe, weil ich noch ziemlich viel von meinem Koffer und so einpacken muss. Und das noch nicht getan. Also auspacken, nicht einpacken. Und meine Uniform liegt hier. Ich probiere die morgen noch an. Das ist echt viel Krimskrams. Das zeige ich euch aber auch nochmal. Und ja, es ist jetzt schon nach dem Essen und dem ganzen Zeug spät. Es ist jetzt 22.38 Uhr und ich werde jetzt nochmal duschen gehen. Und dann werde ich vielleicht eventuell nochmal irgendwie gucken, ob ich etwas vom Blog auf den Laptop lade und bearbeite, damit ich das erste schon mal fertig habe, weil ich habe jetzt sehr viel gefilmt in den letzten 2 Tagen und keine Chance gehabt, das irgendwo hochzuladen bzw. zu bearbeiten, und deswegen werde ich das vielleicht noch machen und vielleicht noch skypen, aber mal sehen. Und ja, morgen wird es erstmal entspannter, hoffe ich, weil ich dann kann ich ausschlafen vielleicht und so. Und puh, es ist wirklich sehr warm, auch hier. Ich habe gerade meinen Air Conditioner, also mein, wie heißt das auf Deutsch? I don't know. Ich weiß gerade nicht, angemacht. Und hoffe, dass es jetzt bald besser wird. Genau, mein Room. Das ist mein Zimmer, ein Schnelldurchlauf. Wuhu. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder. In aller Frische, hoffe ich mal.